Ja, hallo meine Stehtsarbeiterin am Schirm und Freunde, wir haben heute ein weiteres Video und zwar geht es heute darum, inwiefern ihr quasi ja, euren Trizeps wirklich komplett trainieren könnt, weil was ich häufig sehe ist, dass die Leute zwar Trizeps drücken ausführen, die machen Dips etc., aber da geht immer an einer Stelle ein bisschen was verloren und zwar das ist der lange Trizepskopf, insofern dass wenig Überkopfübungen eingebaut werden und ihr müsst euch vorstellen, der lange Trizepskopf wird gerade bei diesen Überkopfübungen wirklich effektiv trainiert. Klar, er wird auch bei den anderen Übungen mit einbezogen, aber eben nicht so effektiv, dass er wirklich ja, effizient oder effektiv stimuliert wird. Heute wollen wir quasi ein paar Übungen behandeln, die letzten Endes den langen Trizepskopf gut trainieren, die ihr letzten Endes in euer Training einbauen könnt. Es gibt auch andere Überkopfübungen, das sind jetzt momentan meine Favorite drei Überkopfübungen, um quasi den langen Trizepskopf zu trainieren. Und da wollen wir nicht lange vorher rumschnacken, sondern einfach mal mit der ersten Übung beginnen. Und das ist auf jeden Fall das Trizepsstrecken an der Schrägbank mit dem Seil. Warum? Das ist eigentlich relativ einfach, weil wenn wir zum Beispiel an einem Turm arbeiten, haben wir natürlich die ganze Zeit, egal wo wir uns in der ja, Bewegungsausführung befinden, sei es im oberen Punkt oder im unteren Punkt der Bewegung, eine Spannung drauf, was natürlich bei zum Beispiel Arbeit mit der Langhantel jetzt beispielsweise verloren gehen würde. Anderer Umstand ist einfach, dass wir nicht so viel Stabilität benötigen, uns also mehr auf den Trizeps konzentrieren können und auf die Ausführung an sich. Dazu gleich ein paar Worte. Wichtig ist es im Allgemeinen immer zum einen, dass ihr quasi nur euren Unterarm bewegt, wie eigentlich bei allen Armübungen. Das bedeutet, das Schultergelenk bleibt stabil, euer Oberarm letzten Endes, der bleibt fixiert, bewegt sich nicht in die eine oder andere Richtung, um da quasi ein bisschen Schwung herauszuholen. Das werdet ihr auch gleich nochmal in der Übungsausführung sehen. Beim Trizepsstrecken am Seil auf der Schrägbank, da gibt es sicherlich auch eine andere Bezeichnung für, geht auch in den Skullcrushers, wie auch immer, mit rein, ist es essentiell, dass ihr eure Ellenbogen zusammenbehaltet, also am Körper behaltet, am besten einigermaßen parallel und nicht während der Übungsausführung, um das Ganze leichter zu machen, um andere Muskelgruppen mit einzubinden, nach außen bewegt. Des Weiteren kommt hinzu, dass ihr im oberen Punkt eine Außenrotation habt, also nach außen dreht, um quasi die volle Range of Motion mitzunehmen vom Trizeps, um letzten Endes ja eine größere Bewegungsamplitude zu haben und quasi die Kontraktion voll ausschöpfen zu können. Was häufig sowieso ein Problem ist, dass die Leute nur halbe Reps machen, weil sie zu viel Gewicht drauf haben und insofern dann letzten Endes ja, geringeren Stimulus haben, als wenn sie leichteres Gewicht nehmen. Die zweite Übung ist in dem Fall ein Trizepsstrecken im Stehen über Kopf. Da gibt es sicherlich auch wieder eine andere Bezeichnung, aber an denen mag ich mich gar nicht so aufhängen. Wie heißt es so schön? Namen sind Schall und Rauch. Und da gilt mehr oder weniger auch schon das Gleiche wie auch schon beim Trizepsstrecken am Seil, bloß dass ihr eben die Statik im Oberkörper halten müsst, indem ihr euch nach vorne lehnt und dann letzten Endes ein bisschen schwieriger ist als quasi die Bankvariante, die Schrägbankvariante, weil ihr mehr Fokus darauf legen müsst, dass eure Oberarme sich nicht irgendwie in die eine oder andere Richtung mitbewegen und somit den Schwung mitholen. Hier zählt auch wieder
einfach die Ellenbogen zusammenhalten, wieder die Außenrotation am Ende. Und ich würde euch wirklich wärmstens empfehlen, hier auch nicht zu viel Gewicht zumindest zu Anfang zu nehmen, um halt letzten Endes erstmal in die Übungsausführungen reinzukommen und euch dann langsam peu à peu nach oben zu tasten, weil was ich halt häufig sehe, wenn die Leute diese Übungen ausführen, dass sie sie halt letzten Endes falsch ausführen, weil sie halt eben nur eine verkürzte Range of Motion haben. Sie gehen nicht komplett nach unten, genauso auch bei der Schrägbank-Variante, dass eben halt nur zur Hälfte runtergegangen wird. Und klar, es ist einfacher letzten Endes, aber ihr habt halt auch den schwierigsten Punkt der Übungsausführung gar nicht bearbeitet, der letzten Endes für euren Trizeps bzw. letzten Endes für den langen Trizepskopf, den wir ja benötigen, um den Trizeps vollständig trainieren zu können, ja, nicht ausgeführt. Und da habt ihr ja am Ende des Tages nichts gewonnen, außer dass ihr vielleicht dem einen oder anderen Kumpel ein bisschen was vormachen konntet, was eure Kraft angeht, die letzten Endes eigentlich gar nicht da ist. Die letzte Übung, und ihr merkt schon, ich bin so ein bisschen Fan vom Turm bzw. vom Seil, was die Trizepskopf angeht, ist das Überkopfdrücken mit dem Seil. Warum? Auch wieder relativ einfach. Ihr müsst euch halt einfach nur auf die Bewegungsausführung konzentrieren und letzten Endes nicht auf eure eigene Stabilität großartig. Und ihr habt halt in jedem Punkt der Übungsausführung die Spannung drin. Während ihr natürlich bei der Kurzhantel, wenn ihr im oberen Punkt seid, natürlich den Spannungsverlust habt, habt ihr natürlich beim Seil dann letzten Endes eine dauerhafte Spannung. Da ihr ohnehin mit leichterem Gewicht trainiert, ist es zumindest in meiner persönlichen Erfahrung nach effektiver, hier letzten Endes mit der Turmvariante zu trainieren, als jetzt mit der Kurzhantel-Variante. Auch hier zählt es wieder, natürlich volle Bewegungsamplitude mitnehmen. Das bedeutet, ihr geht wirklich nach ganz unten und nicht nur bis zur Hälfte, bis zum 90-Grad-Winkel, weil ihr der Meinung seid, ja, sonst kommt ihr unten nicht mehr raus. Ja gut, dann ist das Gewicht halt einfach zu schwierig für die Wiederholungszahl, die ihr letzten Endes gewählt habt. Aber es ist im Prinzip immer das gleiche Prinzip. Volle Bewegungsamplitude mitnehmen, das bedeutet oben auch wieder rausdrehen, um quasi wie beim Bizeps auch, wenn ihr jetzt bei den Kurzhantel Curls eindreht im oberen Punkt, ist genau die gleiche Geschichte, als wenn ihr beim Trizeps jetzt letzten Endes nach außen dreht. Es geht immer um die volle Bewegungsamplitude. Und wenn ihr der Meinung seid, okay, ich schaffe das Gewicht sonst nicht, wenn ich jetzt zu weit nach unten gehe, wie auch immer, dann, ja klar, Gewicht nach unten, weil dann ist das Gewicht einfach zu hoch, so einfach ist die Geschichte. Wichtig hierbei auch wieder, dass ihr den Oberarm letzten Endes fixiert lasst und nicht irgendwie mitbewegt. Dazu hilft es meistens halt irgendwie, sich hier einigermaßen festzuhalten, aber das seht ihr halt auch noch in der Übungsausführung. Ein weiterer Grund für die Seilvarianten ist letzten Endes für die Leute, die halt auch schnell bei den Skullcrushern per SZ-Stange, per Langhantel Ellenbogenprobleme kriegen, dass die ganze Geschichte aus persönlicher Erfahrung her deutlich ellenbogenschützender, schonender ist, insofern, dass ihr weniger Ellenbogenprobleme kriegt bei der Bewegungsausführung bzw. wenn ihr die Übung letzten Endes auch schwer ausführt. Also meine Freunde, wie gesagt, hier handelt es sich nicht um eine abschließende Aufzählung oder Aufzeigung von effektiven Überkopf bzw. effektiven Übungen, um den langen Trizepskopf zu trainieren. Das ist jetzt wirklich eine Aufzählung von drei Übungen, die ich persönlich in letzter Zeit sehr präferiere bzw. sag ich mal, die ersten beiden Varianten habe ich eigentlich schon seit, ja, man kann sagen, klein auf schon integriert in meinem Training. Die letztere Variante mit dem mit der Einhandvariante am Seil habe ich erst seit ungefähr anderthalb Jahren integriert, als mir aufgefallen ist, mehr oder weniger, dass ich mit der Kurzhantelvariante nicht wirklich
oder noch nie wirklich gut zurechtgekommen bin und die eigentlich eher immer vermieden habe und insofern auf die Seilvariante auch umgestiegen bin. Ja, wenn euch das Video gefallen hat, dann liked doch bitte, kommentiert gerne, besonders wenn ihr mehr solcher Videos haben wollt. Und ansonsten, meine Freunde, würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video.